Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum Arti-Alltag am Montag. Wir sitzen heute nochmal in der 212A, allerdings mit der Stockgun. Warum? Ein paar von euch hatten das mal in den Kommentaren erwähnt, dass das wohl sehr lustig sein soll. Weil die halt relativ schnell schießt. Natürlich hat sie deutlich weniger Alpha, deutlich weniger Pen, ist dafür ein bisschen genauer, auch die Einzelzeit ist besser. Und bei mir ist gerade auf der Straße draußen Halleluja los. Ich bin gespannt, wie geil das wirklich ist. Es ist halt die Kanone, die wir auch schon von der Sima-Arti kennen. Und von daher, wenn es die Kanone auch schon auf Tier 7 gibt, habe ich so meine Bedenken, was damit passiert, wenn man das auf einer 9er-Arti spielt. Oh, die Lorraine war schnell raus, lol. Da hat der FV zugeschlagen. Ja, wir sind ja auf Siegfriedlinie in einem Angriffsgefecht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt in-aimen. Also wir sehen schon die Genauigkeit extrem. Und natürlich auch der Vorteil der extrem schnellen Nachladezeit von 20 Sekunden, also knapp über 20 Sekunden. Boah, bei mir draußen macht gerade jemand Hubkonzert. Das ist natürlich ziemlich geil, muss man sagen. Schade, jetzt zieht er sich hier zurück. Da komme ich natürlich nicht mehr hin. Aber da komme ich hin. Ja, und 20 Sekunden Reload auf einer 9er-Arti. Das ist natürlich ganz nice, ne? Das kann natürlich auf jeden Fall nerven. Das kann extrem nerven, die Gegner. So, Löwe. Komme ich nicht ran. Ich versuch's mal auf das Objekt hier. Und wir sehen auch schon, die Einzielzeit ist echt angenehm. Hier haben wir bestimmt das Problem wieder mit dem Hügel. Ja, ihr seht schon, wenn wir hier näher rangehen. Das wird nichts. Jetzt ist es auch wieder zu, das Objekt. Dann versuchen wir mal weiter hier der WZ eventuell. Ja, komm schon, zieh ein. Mal gucken, ob der im Haus hängen bleibt oder... Ja, das ist genau das Problem, ne? Also der Schuss hat jetzt zwar fast getroffen, aber er ist halt aufgrund des wenigen Splash und so weiter. Es ist schwierig. So, Objekt. Ihr seht schon, was das Problem jetzt ist. Oh, lol. Unser Stun Damage, mal eben 1900 insgesamt jetzt schon gesammelt. So, kommen wir da hin. Da kommen wir hin. Müssen nur dem Ganzen ein bisschen Einzielzeit geben. Ja, funktioniert. Und der Reload ist natürlich wirklich nice. Trotzdem steht es schon 3-7 gegen uns. Also, ich glaube nicht, dass wir hier noch groß was aus der Runde raus und oh, ein T-44 als One-Shot, der rausgeht. Vier zu sieben. Na, macht mir noch mal jemand den T-30 da auf? Das wäre schon schön. Aber ich glaube, das macht keine Anstalten. Gut, dann auf den WZ halt. Ist er wieder zu. Dann auf den Tiger. 5 zu 8, ne? Können wir das nochmal drehen eventuell? Ja, nur gestunt. Der steht da nicht wirklich gut für uns. Der WZ auch nicht wirklich. Der leitet da unten. Ich glaube, es wäre... Oder? Kommen wir auf... Ne, da kommen wir auch nicht hin. Vielleicht besser auf dem Tiger zu bleiben. 6 zu 9. Oder? Na doch, jetzt ist der WZ wieder da. Der Vorteil ist natürlich wirklich die schnelle Einzielzeit. Jetzt mal auf den WZ eben hier rein aimen. Das... Ah, Mist, fahr weiter zurück. Aber wir treffen ihn zum Glück noch. So, da ist der Tiger noch im Bunker. Da komme ich nicht ran. Ich bleibe jetzt mal auf dem WZ geaimt. Oder doch den T3. Immer mehr. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder zu hektisch am Aimen hier. Vermutlich kommt eh gleich der WZ. Der Light. Und knipst mich raus.
Steht 8 zu 11. Ach, Mist. Eh im Haus hängen geblieben. Da ist der Light. Gut, das war's. Wir sind offen, der Light nimmt uns jetzt raus. Wir haben keine Chance, ihn zu spotten oder irgendwas. Von daher, ja. Schießt HE, lol. Das ist interessant. Ja, gut, und dann klickt mich die andere Arti. Schade, noch eine halbe Sekunde. Und wir hätten tatsächlich noch den Light eventuell treffen können. Aber dann war die gegnerische Arti schon eingezielt. Ja, am Ende... Es war wieder viel Umgeäme dabei, ja, es war halt auch, also ich finde halt Siegfried-Linie auch immer schwierig, da gerade in der Stadt die Ziele zu treffen, woanders war halt kaum was offen. Wir machen 1900, aber auch nur glücklich, weil das Objekt da rausgeht durch den Sternzerstörer oder durch den Kühlschrankwerfer, wie auch immer man ihn nennen will. Ansonsten selber gemachten Schaden 1400, das ist jetzt in einem 10er-Gefecht gar nicht mal so übel, muss ich sagen, also hätte ich jetzt schlimmer erwartet. So, der FV hier. Kann der noch irgendwas machen? Spielt hier Ringelpietz mit anfassen. Mit der Arti. Problem ist halt einfach, dass die noch ein Light haben. Und der halt jeden hier outspotten kann, ja. Und gerade der FV hier hat natürlich einen ziemlich schlechten Tarnwert. Der ist jetzt auch allein gegen 5, also von daher... Das wird wohl, keine Kolobanov werden. Na, ja, den WZ kann er noch rausnehmen, aber... Da schießt schon irgendwas anderes auf ihn. Da ist er T30 und für den ist er auch mittlerweile fast ein One-Shot. Lol. Arti verschießt, T30 verschießt. So, jetzt bin ich gespannt, ne? Wo ist der gegnerische Centurion? Das ist die große Frage, weil den T30 vielleicht noch rauskriegen. Pass auf, hier nicht umkippen. Ich würde mich auf den T30 konzentrieren. Wobei er natürlich für alle beide jetzt hier problematisch ist. Egal ob Arti oder... Lol. Na, da ist jetzt ein Tu. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Da ist der. Ja. Ich weiß nicht, warum er da sich beschießen lässt. Das kann er natürlich nicht verhindern, aber dass er da noch in die Richtung rausfährt, ist ein bisschen ungünstig. Ich hätte eher noch versucht, eine Granate auf den T30 anzusetzen. Nachgeladen war er jetzt auf jeden Fall, nehme ich mal an. Aber gut. Hätte Fahrradkette. Wir versuchen es auf jeden Fall gleich nochmal in einer zweiten Runde. Hallo Auswertung. Hallo Maus. Naja. Ja, am Ende hier 1400 Damage gemacht. Damit sind wir sogar noch... Ja. Gut, der FV macht 8-2. Das ist so ein bisschen außer der Range. Er macht sogar 8 Kills. Also der macht hier eine gute Runde. Aber der Rest hier ist ja wo mal... Oh Gott. T30-0. Brauche ich mir nicht angucken, um darüber zu urteilen. Wir machen noch irgendwie fast 10.000 Credits, 563 XP, 1.900 Stun. Also für uns war es insgesamt, rein was die Sets angeht, noch eine gute Runde. Aber zufrieden sein kann man mit der auf jeden Fall nicht. Wir schauen in ein zweites Gefecht mit der 212A mit der Stockgun. Zweite Runde, diesmal sind wir auf Wadi, wieder in einem Tier 10 Gefecht. Diesmal ist es ein Begegnungsgefecht. Das heißt, es gibt nur einen Cap, der ist unten in der Stadt bei H45. Und ich werde versuchen, mich irgendwo hier in dem Bereich irgendwie aufzustellen als Arti. Problem ist natürlich bei den Russen immer dieser sehr enge Richtbereich. Der es einem ein bisschen schwierig macht. So. Also gerade wenn man oft umaimen muss, wird es halt nervig. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass viele sich auch zum Cap orientieren. Dass ich da als Arti was machen kann. Wadi ist ja auch ein bisschen umgearbeitet worden. Ich weiß gar nicht, das ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen. Ob jetzt hier in der Mitte nochmal was überarbeitet worden ist, weiß ich gar nicht. Also wer das gerne weiß, es gab da ja auch einen Artikel auf der World of Tanks Seite. Allerdings war der jetzt so nur mit Beschreibungen, aber weniger mit Bildern bestückt. Was es ein bisschen schwer macht, das Ganze auch nachzuvollziehen. So, Objekt Version Balanced und T32. Und was hier auf jeden Fall auffällt, ist... Die schnelle Einzielzeit der Kanone. Trotzdem habe ich ein bisschen Schiss, weil keiner in Richtung Süden gefahren ist. So, wir haben noch 10 Sekunden. Was geil ist, man kann natürlich die Leute im Dauerstun halten. Und das ist natürlich
extrem nervig. Na, fahr doch ein Stück vor. So machen wir halt leider nur 21 Damage. Aber wir stunnen das Objekt nochmal. Leider schießt nicht nochmal jemand drauf. Aber 20 Sekunden Reload ist natürlich nice, ja. So, und das, den hier will ich auf jeden Fall nerven. Jetzt sind wir wieder an der Grenze von dem Sichtbereich. So. Aber wir sammeln leider... Jetzt hat er sein Medkit gezogen. So, aber den Kollegen lassen wir jetzt hier nicht in Ruhe. Jetzt geben wir endlich mal Unterstützungsdamage. Ach, er fährt aber auch immer. Immer gerade bleibt er stehen. Wir müssen uns gleich verlegen. Ich glaube, der kotzt mittlerweile richtig. Ich hoffe, der Carnarvon oder Carnarvon kann da ein bisschen was machen. Ja, jetzt fährt er hier Arti safe. Jetzt muss ich kurz warten. Kann ihn wieder nur stunnen. Da kommt der Light. Da kommt der zweite Light. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass sie mich nicht spotten. Ah, der 1390. Scheiße. So, schnell einzielen auf das Objekt. Oder vielleicht mal gucken, ob wir hier oben auf jemanden draufkommen. E75 zum Beispiel. Ja. Die Lights nerven halt jetzt. Es steht mittlerweile auch schon wieder 1:4. Komme ich auf die Badget hier unten? Ne. Okay. Wir müssen weiter zusehen, dass wir hier auf dieses Objekt kommen. Das nützt ja nichts. Diese Version Balanced muss da weg. Also wir machen zwar gut Stun, aber wir kriegen nicht so richtig Stun-Schaden raus. So, jetzt M103. Der steht da jetzt noch gekettet. Aber der Vorteil ist, wenn wir ihn im Stun halten, ist halt ihre Crew schlechter. Ja, trotzdem. Jetzt haben sie sich alle nach Süden orientiert. Jetzt sieht es dort schlecht aus. Da kommt einiges. Das war knapp. Vielleicht sollte ich mal auf die Premium laden. Da haben wir wenigstens einen Meter mehr Splash-Radius. Oh, schön, der brennt. Oh, da sind schon wieder Lights. Ich hoffe, der macht mich da nicht auf. Oh, das wird gefährlich jetzt. Ich glaube, jetzt bin ich offen, oder? Ja, scheiße, jetzt bin ich offen. Krieg aber aufs Objekt immer noch Stun-Schaden. Das Objekt ist mittlerweile raus. Sehr gut. So. Jetzt haben wir dort die Seite ein bisschen aufgeräumt. Jetzt können wir uns da drüben kümmern. $13.90. Boah, schön. Also das war ein Lucky Shot, muss man sagen. Der Carnarvon ist da jetzt unter Druck durch die Arti, kriegt da nochmal Damage. T-44 da oben.
Also ich muss ja sagen, dass mir die Arti hier schon mit der Top Gun gefallen hat. Aber es macht auch mit der Stock Gun durchaus Spaß, hier zu arbeiten. Und wir haben da oben wirklich gut geholfen. Wir machen jetzt wieder 1900 Stun und 1600 Schaden selber. Und ich glaube, gerade mit diesem Reload, das ist Objekt 268 Version 4, das hat dort gerade keinen Spaß gehabt. Und wenn man die permanent im Stun hält, ist das ja auch schon mal viel wert, denn dann haben sie auch einfach das Crew deutlich schlechter. Und dementsprechend, ja, können sie auch nicht ihre Leistung bringen. Da können sie nochmal so ein OP-Fahrzeug sein, sag ich mal. Wenn du dich permanent im Stun hältst, und das schaffst du ja mit 20 Sekunden Reload fast, dann wird's richtig wehtun. Also dann ist es richtig nervig für die. So, wo ist jetzt die gegnerische Arti? Steht die irgendwo da? Wobei, da wäre sie schon offen. Jemand pinkt da runter. Da steht eine. Da komme ich eh nicht ran. Gut, dann aimen wir mal hier runter. Ne, die steht auch da unten. Ja, das. So, mal gucken, ob wir noch was treffen. Boah. Wir stunnen sie nochmal. Kriegen ein bisschen Damage und nochmal Stun Damage. Also kommen am Ende auf 2500 Stun Damage oder Support Damage. Und 1800 selber gemacht. Also nice. Also gefällt mir richtig gut. Also die Arti, wie gesagt, hat mir ja auch schon mit der Top Gun gut gefallen und Spaß gemacht. Natürlich ist es jetzt immer noch mit sehr wenigen Gefechten der Eindruck, aber ja. Wenn man dann noch ein bisschen ruhiger mit dem Aim wird, dann nettes Paket. Erste Klasse bekommen wir hier sogar aus der Runde raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass mich gleich das Objekt Version 4 anschreibt. Der muss echt... Also ich kann ihm das nicht verübeln, ja. Das muss mega nervig sein. Aber das ist, glaube ich, die übelste Stärke dieser Arti mit der Kanone. Wir bekommen hier eine erste Klasse, machen den Schläger, machen 1800 Damage selber oder fast 1900, zwei Kills. Aber durch den Support-Damage kommen wir auf Platz 3 mit 1077 Basiserfahrungspunkten. Haben ein, zwei Mal für den größeren Splash-Radius die Premium geschossen. Aber da ist mal die Frage, ob sich das auf einer Arti so unbedingt lohnt. Machen 20.000 Credits plus. Machen durch das Event noch 10%. Das sind doch keine 10%. Das hat, hä? Was für ein Event läuft denn jetzt gerade noch? Ach hier, irgendwas anderes auf jeden Fall. Also insgesamt fast 2700 XP. 2005 Support, also wirklich nice. Und ja, wie gesagt, schon mit der Top Gun hat die Arti mir gefallen. Mit der Stock Gun war es jetzt auch relativ lustig. Also der Reload macht da einiges wett und auch der, die Einzelzeit ist richtig stark. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu dieser Arti mit der Kanone gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.